Willkommen zurück zu Puzzle and Dragon Super Mario Bros. Edition. Es wird Zeit, den Secret Exit in Welt 3-2 nachzuholen. Ja, im letzten Part habe ich ja im Geisterhaus einen Buhu bekommen und der kann mir aus Herzsphären Giftsphären machen und so kommen wir in diese Warpröhre, die zum Spukhaus von Welt 3 führt. Ich freue mich schon richtig auf dieses Spukhaus und ich habe jetzt nochmal hingespielt. Im letzten Part gab es da ja eine kleine, blöde, wirklich blöde Panne und... Naja, jetzt habe ich nochmal zu der Einstelle hingespielt, um ehrlich zu sein, das war gar nicht mal so leicht, die Runden rauszuzögern, bis er die Flugattacke hat und gleichzeitig die Paracoopers zu überstehen. Ganz genau, da habe ich ganz schön viel Heilung benutzt und habe jetzt, um ehrlich zu sein, auch ein Continue verbraucht. Okay, aber jetzt haben wir die Attacke, machen wir sie, ich habe genug Herzwärme, sehr schön und jetzt... wird das nicht mehr passieren. Im letzten Part ist es mir ja so passiert, dass dann aus Versehen noch viele Pinguins für eingewandelt wurden und das war dann ein kleines bisschen blöd. Okidoki, gut, dann mache ich mal das. Jetzt muss ich gut aufpassen. Ich habe nämlich keine Continues mehr. Liedsphären, Herzphären. Okay, und der da? Jetzt nichts. Okay, wisst ihr was, das mache ich jetzt mal. Andererseits, ach, ich bin ja eh voll aufgefüllt. Naja. Okay, jetzt muss ich eine gute Runde haben. So, sehr gut, sehr gut. Komm, das möchte ich jetzt überstehen. Sieht aber gut aus. Käferabwehr. Okay, das ist nicht so schlimm. Dann... Ah, ich weiß was. War zwar nicht viel, aber für einen reicht's. Ach, komm, 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 komm. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, das werde ich jetzt sicher schaffen. Und dann hole ich mir eben eins ab, im Tothaus noch zusätzlich eins ab bei der Tombola. Und dann hätten wir das, ja. Okay, gut, wir kommen jetzt von einer Ruine in eine normale Höhle. Gut, der Secret Exit, die sind ja meist etwas lustig gestaltet. Okidoki. Sind aber doch noch recht viele Kämpfe, so viele hatte ich nicht erwartet. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter Schwede, wieso habe ich ihn dir jetzt fast erledigt? Und mal wieder, ach, ich hasse es, wenn so ein knappes, kleines Viechelchen noch bleibt. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na bitte, das, alter Schwede, alter Schwede. Das waren jetzt mehr, als ich eigentlich haben wollte. Okay, die Pyramia-Pflanze wird auch gleich Geschichte sein. Na bitte, super. Aber ich finde die Höhlengrafiken mit diesem Amethyst, Felsen eigentlich sehr, sehr schön. Ja, wirklich. Ich finde eigentlich fast alle Grafiken hier, die Super Mario Bros. Grafiken in 3D schön. Okay, gut, zwei Pflanzen, ein Käfer, das müsste machbar sein. Okay, gut. 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 Okay, gut, gut, gut. Ich glaube, ich habe einen Plan. War das jetzt gut? Ich hoffe, komm, bitte, bitte. Ich will jetzt nicht alles nochmal machen. Ah, jetzt brauche ich viele, viele Herzfären. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, das wird bestimmt voll auffrischen. Ja, mehr als ich überhaupt habe. Sehr gut. Okay, so, so, komm, voll auffrischen auf. Wow, 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 wow. Ha, die Chancen sehen gut aus, aber manchmal. Alter, ich habe ein zusätzliches Continuum. Na bitte, jetzt brauche ich mir ja überhaupt keine Sorgen mehr zu machen. Alter Schwede, Alter, wie viel fühle ich mir denn auf?
Wieso? Wieso um alles in der Welt? Na bitte, zwei Feuerblumen und sogar noch eine Flugattacke. Ja, ich habe einfach den lila Tod genommen, für den, damit man den einfach so gut rauszuhören kann. Okay, ich wollte dann ja eh noch ins Todhaus kurz gehen, bevor wir ins Geisterhaus gehen. Na bitte, Feuerblumen. Ich bin schon gespannt, was ich damit machen kann. Na bitte, na bitte, na bitte. Okay, aber das am Ende, das war jetzt echt super großes Glück. Okay, was ich leider etwas blöd finde, ist, dass diese Secret Exits, dass dieses geheimen Level, die man dadurch freischaltet, fast nichts weiter bringen, außer zusätzlichen Spaß. Ja, die bringen fast gar nichts. Oder kriegt man in den Geheimleveln vielleicht besondere Items? Naja, gut, okay. Wo waren wir? Ach ja, hier bei der Fragezeichen-Tombola wollte ich was machen. Gut, ein bisschen spielen. Genau, ein Giftpilz. Ich möchte aber eins Abpilze. Eins Abpilze. Na bitte? Mehr als Abpilze. Mehr, mehr, mehr. Nein, Geistpilz. Eigentlich auch sehr gut. Eins Abpilz. Na bitte. Einen noch. Komm, einen einzigen möchte ich noch haben. Na bitte. Gut, theoretisch könnte ich noch weitermachen, aber ich will es mal nicht. Ich möchte nicht alles verschwenden. Okay, und jetzt schauen wir noch mal, was wir es verwandeln können. Okay, gut. Ich glaube, die leuchten. Was sind eigentlich die leuchten? Keine Ahnung. Okay, gut. Dann nehme ich mal so einen roten, oder? Ich mache vielleicht doch so einen Käfer. Knochenkäfer wäre schön. Ein paar Käfer habe ich leider schon. Den Plooper, was kann ich mit dem eigentlich machen? Den brauche ich eh nicht. Giftpilz, damit kann ich ihn in Plooper, aber ich glaube, das habe ich auch schon. Plooper und Cheep Cheep, ich glaube, den habe ich ja eigentlich auch schon. Geht sich eh nicht aus. Plooper und Cheep Cheep, genau, habe ich ja schon. Was kann man denn eigentlich aus denen noch machen? Plooper und Cheep Cheeps? Oh Gott, kann man dann etwa bis zu 100 Cheep Cheeps dazu tun? Der Kugelwilli, was kann der eigentlich? In einen Maxi-Willi. Alter Schwede, Maxi-Willi. Obwohl Riesenkugelwilli heißt er da eher. Erhöht die Abwehrkraft aller Gegner zwei Runden lang erheblich? Alter Schwede. Puh, ich habe genug Feuerblumen, oder? Was soll das? Kugelwilli und Goomba. Ist aber auch lustig. Aber wisst ihr was? Ich mache mir jetzt echt mal einen Maxi-Kugelwilli. Ja, denn das ist ja... Riesen-Kugelwilli-Kanone. Alter Schwede. Das klingt, um ehrlich zu sein, gut. Okay, und ich schau mal nach, was ich noch aus dem... Käfer vielleicht mal... Obwohl, das habe ich ja gerade schon. Was kann ich aus einem grünen Cooper machen? Nur ein Paracooper? Das ist jetzt nicht zwingend. Was kann ich denn aus dem Goomba-Turm noch machen? Dreifach Goomba-Turm. Roter Cooper, P-Flügel, Power Cooper, habe ich schon. Cheep Cheep. Mit Eisblume? Warum eigentlich Eisblume? Und warum auch vorher Feuerblume? Wieso macht das die Gegner riesig? Naja, okay, mehr kann ich nicht machen, deshalb gehe ich mal aus dem Todhaus raus. Ich habe genug Continuous. Wollte ich haben? Na bitte. Okay. Und nun gehen wir ins Geisterhaus. Huhuhuhu. Okay, gut. Krötzus und Knochentrocken. Dachte ich mir doch, in den Geisterhäusern müsst ihr eigentlich auch Knochentrocken geben. Oder auch Knochenkäfer, weil es da ja eigentlich alles ganz tot ist. Okay, hier gibt es alle Farben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich den Eis-Mario zum Team dazufügen. Okay, wir bekämpfen Geist mit Geist. Ganz genau, den Buhu lasse ich jetzt mal drinnen. Nehme den Eis-Mario dazu. Na bitte. Huhuhu. Übrigens, der Titel von dem Video, Ghosts R Us, ist eine kleine Anlehnung an Toys R Us. Und das war auch gestern so, weil ich... obwohl gestern war es ja eigentlich nicht, dass ich den letzten Part aufgenommen habe. Den letzten Part, weil ich ja da noch keinen Buhu dabei hatte, habe ich Ghosts R Day genannt, weil da halt ich noch keinen dabei hatte. So, so. Ach, das war jetzt nicht gut. Okay, gut. Andererseits hätte ich vielleicht doch den Maxi-Kugel-Willi dazu stopfen sollen. Wäre schon eine gute Idee gewesen. Boah, mal was Starkes. Aber ich habe ja zum Glück viele Continues.
Aber irgendwie, ich hätte halt schon gern was Stärkeres. So, 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 so. War auch nicht gerade stark. Ich brauche was Gutes. Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Na bitte. Okidoki. Ja, wie gesagt, ich finde das mit den Titeln find ich ganz lustig. Habe ich halt einen kleinen Schmäh gemacht. Denn Ghost Air Us, es gab mal von der Super Mario World TV-Serie, da gab es mal, von der Super Mario World Serie, da gab es mal eine Folge, wo Kamek, oder das war eher ein Magi Cooper, der hieß da Wiesenheimer, und hat sich immer aufgeregt, dass Mario, Todd und Yoshi die Namen falsch ausgesprochen haben. Und der hat halt Mario, Luigi und Peach in ein Geisterhaus eingesperrt, wenn Yoshi und dieser Höhlenmensch da die rausholen mussten. Tja, und diese Folge hieß halt auch Ghost Air Us, und von dem habe ich ehrlich gesagt jetzt etwas abgeguckt. Wollte einen kleinen Schmäh wegen der Serie einbauen, und ehrlich gesagt, ich fand die Idee auch wirklich lustig von Toys R Us und so. Ein bisschen Schleichwerbung nebenbei, so. So, gut, sehr gut, sehr gut. Warum kriege ich denn so wenig Kombos? Und wieso hänge ich immer noch beim selben Kampf fest? Der ist konnte aber nicht sein. So, 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 so. Gut, gut, gut. Aber das Geisterhaus hier ist doch schwerer, als ich dachte. Eigentlich ist es ja das erste Geisterhaus, das es gibt. Aber eigentlich dann wieder doch nicht, denn zu dem Zeitpunkt kann man ja noch keinen Bu haben. Okay, der lila Krötzus, was hat der hier eigentlich zu suchen? Der passt irgendwie nicht so wirklich dazu. Okay, so, sehr gut. Ich brauche Herzen. Oder bitte hau ab, bitte hau ab, bitte hau ab. Er haut nicht ab, aber... Der hat ja minimale Angriffskraft. So. Sehr gut. Heilung. Super Heilung. Und bitte hau jetzt nicht ab. Na bitte. So. 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 Na bitte. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Aber echt, was hat er im Geisterhaus zu suchen? In einem Geisterhaus habe ich so einen noch nie gesehen. Und er passt doch jetzt irgendwie nie so wirklich dazu. Ich meine, klar gut, die Farbe Lila ist natürlich im Geisterhaus. Lila ist schon irgendwie eine gruselige Farbe. Aber es passt jetzt irgendwie nicht wirklich dazu. Zum Geisterhaus. So, ich meine, der Gegner passt nicht wirklich gut dazu. So, 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 so. Ah, das war nicht gut. Das war anders als so schlecht war es gar nicht. Ja, wirklich. So, na bitte. Auf und ein P-Flügel. Die P-Flügel, die nützen mir doch nicht. Na gut, der Parakäfer ist schon gut, aber die Paracoopas und Paragumbas, die sind ja... Okay, das war jetzt aber eine super Abkürzung zum Boss. Okay, gut, aber da waren jetzt gar keine Knochen trocken, aber ich vermute, die hätte ich beim normalen Weg machen müssen. Okay, gut, dann mache ich mal die Einheit vom Gumba-Turm. So, sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Und ich habe viele Continues, das heißt, ich brauche mir auch keine... Ja, seht ihr, da habe ich jetzt gemeint, das habe ich im letzten Part schon gemeint. Man hat jetzt eine Sekunde weniger Zeit. Okay, gut. Der Maxi-Bu. Ich fand immer noch den Bulusus. Bulusus war ein super schwerer Boss, ja, das war er. Aber ich fand ihn irgendwie auch einen coolen Boss. Die Idee vom Kampf war ja lustig, aber er war so schwer. Ist Bulusus? Nein, Bulusus ist nicht das gleiche. Das hier ist einfach nur eine größere Buhu-Spezies und Bulusus ist eine Vereinigung von 15 kleinen Buhus, denke ich mir. Das ist nicht das gleiche. Okay, gut, dann mache ich jetzt mal den Eisball. Und vielleicht noch den... wo ist denn jetzt die Amber-Attacke hin? Ja, genau. Ach, irgendwie verstehe ich es immer noch nicht so ganz. Okay, so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt super Eisangriff. Gut.
Jetzt wird er mich wahrscheinlich erledigen. Oder auch nicht. Aber das kratzt mich nicht. So. Sehr gut. Die Geistpause finde ich aber von den Grafiken sehr gut, auch mit dem lila Nebel. Erzeugt gruselige Atmosphäre, aber die Hintergrundmusik, die ist in jedem Mario Bros. Spiel drinnen. Die hängt mir richtig zum Hals raus. Und um ehrlich zu sein, ich finde sie auch nicht wirklich gruselig. Ja. Gruselig ist sie nicht, also, naja, aber ansonsten, die Geisterhose finde ich eigentlich sehr gut. Ach, ob ein Luigi's Mansion 3 in HD für die Wii U rauskommt, das würde mich richtig freuen. Okidoki, na bitte, mal wieder ein super tolles Geisterhaus, ein verstecktes Geisterhaus, aber hier, das nützt ja eigentlich gar nicht, die Secret Levels. Ich mag Secret Levels und ich finde auch wirklich gut, dass man die eingebaut hat, aber, mit den Secret Exits erzeugt ein bisschen, ich finde es gut, aber... Habt ihr ja gerade gesehen, das bringt irgendwie überhaupt nichts.